Du möchtest diese eine Freundin endlich von dir überzeugen. Du möchtest mit ihr den nächsten Schritt gehen, sie berühren, küssen oder mit ihr schlafen, aber hast keine Ahnung wie. Weißt du oft einfach nicht weiter und brauchst ein Konzept. Vielleicht hast du keine Ahnung, wie dieser Prozess einer Verführung eigentlich aussieht. Gut, das zeige ich dir alles. Mein Name ist Andy Friday und ich coache seit Jahren Männer darin, Frauen zu entdecken, zu verführen und die große Liebe zu finden. Und in diesem Video lernst du die zwei wichtigsten Schritte in der Verführung. Erstens, im Wort Verführung steckt das Wort Führung. Dieses Video wird ein harter Brocken und darum fangen wir auch sofort an, wo kaum einer bereit ist anzufangen. Nämlich bei dir selber. Wie führst du dich? Hast du gestern noch gesagt, du bereitest morgen diese eine Präsentation vor, bist heute 2 Stunden zu spät aufgewacht und dachtest dir, na gut, ich mach's morgen? Das Wort Selbstvertrauen kommt von sich selber vertrauen. Wie oft führst du dich eigentlich an der Nase herum? Wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, wie soll dann eine Frau dir vertrauen? Selbstbewusstsein ist nichts anderes. Wie soll eine Frau dir glauben, dass du selbstbewusst bist, wenn du es dir selber nicht abkaufst? Das merkt man. Frauen haben allen Grund, misstrauisch zu sein. Jede Frau kennt deine Geschichte oder hat es schon selber erlebt, wie jemand ihr Vertrauen missbraucht hat. Genauso wie du. Richtig. Du bist kein Einzelfall. Aber willst du nicht besser sein als der ganze Rest? Möchtest du nicht diese eine Frau kennenlernen, die etwas Besonderes hat, die wunderschön und intelligent ist, die kein Drama macht, die nicht anfängt, Stress zu produzieren, nur weil du dich mal einen Tag nicht gemeldet hast? Das ist eine selbstbewusste Frau. Und das bedeutet, du musst dieser Mann werden. Selbstbewusst. Denn das alles sind Symptome einer Person, die kein Selbstvertrauen hat. Willst du nicht lieber die Art von Frau in deinem Leben, in die du dich verlieben kannst, die so unglaublich ist, dass du vielleicht den Rest deines Lebens mit ihr verbringen möchtest? Ich möchte nur solche Frauen in meinem Leben haben. Und genau deswegen liegt es an mir, dieser Mann zu werden, den sie anziehend findet. Ich muss der attraktive, selbstbewusste und unabhängige Mann sein, den sie will. Willst du nicht, dass so eine Frau, die Klasse hat, dich von all den Männern auswählt? Dann helfen keine Tricks. Dann helfen alle Videos, die du gerade geschaut hast, einen Dreck. Du musst dieser Mann werden. Aber warum zur Hölle sollte sie uns auswählen, wenn wir konsequent hinter unserem eigenen Wort zurückfallen? Wann hast du das letzte Mal einen deiner Werte vor anderen Menschen so verteidigt, dass es einen Konflikt gegeben hat? Wann hast du das letzte Mal einer Frau gesagt, dass du sie süß findest, dass du sie attraktiv findest, dass du sie wiedersehen möchtest? Wann hast du das letzte Mal den Krieger in dir aktiviert und Mut bewiesen? Das reicht manchmal auch schon. Einer meiner Coaching-Teilnehmer, der Waldemar, der hat zuvor sich noch nie getraut, einer Frau das zu sagen, was er eigentlich will. Letztens war er auf einem Date und hat dieser Frau Fantasien herausgelockt, von der er nicht mal wusste, dass eine Frau diese Fantasien hat. Und danach haben sie sich getroffen und diese Fantasien gemeinsam ausgelebt. Stell dir das einmal vor. Und wieso hat er das geschafft? Na klar, weil er es ihr erlaubt hat, endlich sie selbst zu sein. Denn wenn du mehr Selbstvertrauen möchtest und einen Plan haben willst, wie du Frauen verführen kannst, dann machst du das am allereinfachsten, indem du anderen Frauen die Möglichkeit gibst, dich zu verführen. Und das geht folgendermaßen. Schritt 2. Erlaube es ihr, sich frei zu entfalten. Das bedeutet, erlaube es einer Frau, sich in dich zu verlieben. Super wichtige Erkenntnis, denn das machst du nicht, indem du etwas von ihr willst, indem du etwas von ihr brauchst. Keine Frau verliebt sich in einen abhängigen Mann, einen Mann, der sie braucht, einen Mann, der ohne sie nicht vollkommen ist. Sie möchte einen unabhängigen Mann. Das ist attraktiv. Das führt zur Verführung. Du kannst mit Frauen schlafen. Ja klar, vielleicht hast du es auch schon genauso gemacht. Aber das ist kein Trick. Das ist keine Verführung. Dann brauchst du dich einfach nur mit einer zu treffen, die das ebenfalls möchte. Dann mach das eben. Aber Verführung einer Frau, die sich mit dir frei entfalten möchte und es ihr zu erlauben, das ist die hohe Kunst. Die hohe Kunst, einem anderen Menschen etwas zu schenken, ohne etwas zurückzuverlangen. Ich hatte vor einiger Zeit die Ehre, neben einer Frau einzuschlafen, die genau das eine mit dem anderen verwechselt hat. Wir lagen im Bett und ja, wir sind uns näher gekommen. Aber ich habe gemerkt, dass bei ihr einfach etwas gefehlt hat. Also habe ich sie gefragt, hey, wie gefällt es dir? Magst du es so? Magst du es so? Gefällt es dir, wenn ich das mache, wenn ich das mache? Und auf einmal musste sie weinen. Und ich habe sie gefragt, was ist denn los? Ist alles okay? Und sie hat mir gesagt, es ist nur so lange her, dass sich jemand um mich gekümmert hat. Was glaubst du, was für eine tiefe Verbindung nach so einer Aussage möglich ist? Verführen bedeutet es, ihr zu erlauben, sich mit dir frei zu entfalten. Es ihr zu erlauben, ehrlich mit dir zu sein, mit ihrer Wahrheit, mit ihrer Lust
und voller Hingabe. Nehmen wir an, eine Frau in deinem Umfeld hat eine Herausforderung. Wenn sie etwa Zweifel hat wegen einer anstehenden Prüfung oder einer Beförderung. Ich weiß, dann möchtest du ihr helfen. Das liegt in uns drin, anderen zu helfen, besonders wenn wir denken, oh, sie ist verletzlich. Aber das ist nicht dein Job. Sie weiß schon längst, was sie zu tun hat. Es liegt an dir, ihr das Gefühl zu geben, dass sie das hinkriegt, dass sie selbstbewusst sein darf. Du bist der Mann, der es ihr erlaubt, festzustellen, dass sie schon längst alles erreicht hat, was sie braucht, um diese eine Hürde auch noch zu schaffen. Sie ist für diese Herausforderung voll und ganz gewappnet. Sie hat das alles schon mal gemacht und sie kriegt das hin. Es ist dein Job, ihr den Glauben an sich wiederzugeben. Damit beweist du Selbstbewusstsein, indem du ihr ein Stückchen davon abgibst. Du merkst also, Verführung hat nichts mit Manipulation zu tun. Verführung ist ein Geschenk. Verführe sie nicht für dich, verführe sie für sie. Gib ihr Kraft, das zeigt dir, wie stark du bist. Den Schritt danach, den kann ich dir beibringen. Die paar kleinen Tricks, wie du sie auf ein Date einlädst und sie küsst, das ist alles Nebensache. In der kostenlosen Erstberatung klären wir, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Wenn ich dir dabei helfen soll, dann klicke hier. Also es ist echt richtig cool, muss ich sagen. Ein großes Lob an die Coaches. Ja, bei mir war es so, dass ich gar nicht so lange dabei war. Also bereits nach ungefähr 4 Wochen habe ich meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt glücklich zusammen bin.